Mit der Baureihe 143 geht es heute von Dessau nach Bitterfeld. Unterwegs sind wir mit einem Gesamtzuggewicht von ca. 235 Tonnen und einen großen Anteil dazu trägt die wunderschöne 143, der sogenannte Renntrabi, der DB Regio in diesem Fall, dazu bei. Wir stehen gerade im Bahnhof von Dessau und unsere Fahrgäste wollen hinten in den Zug rein und genau das versuchen wir ihnen natürlich auch gleich erstmal zu ermöglichen. Deswegen gehen wir ganz kurz mal in die freie Außenansicht, fliegen erstmal zu den Türen hin und können dann hier entweder wahlweise mit einem Klick auf die Tür oder über das Tab-Tastenmenü in Fahrtrichtung links die Türen entriegeln. So. Die öffnen sich erstmal im gesamten Zug und wir schauen jetzt vorne in die Lokomotive rein, rüsten die auf, denn die Ausfahrt steht auch schon. So, hier drin angekommen, sehen wir erstmal, dass der Fahrtrichtungswender eingesteckt werden muss. Nach vorne verlegt wird der, dann geht's weiter. Die PZB schalten wir uns an mit Steuerung und Numpad Enter. Haben hier auch schon direkt die obere Zugart. Eine LZB gibt es an dieser Stelle nicht und... Genau, wir sollten als nächstes noch die Spitzenlichter konfigurieren, genauso wie die Beleuchtung hier im Führerraum. Und dann würde ich sagen, wobei, wir gehen hier mal noch auf Weiß. Genau, wir müssten die roten Rücklichter damit deaktiviert haben, das ist auch der Fall. Der Stromaufnehmer ist schon gehoben, der Hauptschalter ist eingeschaltet und alle Bremsen im Zug verwandt, abgesehen von denen, die wir jetzt eben noch per, abgesehen von der Hauptluftleitung, also die hauptluftleitungsgesteuerten Bremsen, die sind auch gleich gelöst. Insbesondere eben Feststellbremsen, Handbremsen meine ich jetzt damit, dass wir die eben jetzt nicht noch gesondert lösen müssen. Wir sehen es auch hier drüben schon. Ja, da ist quasi das Handbremserad eingeklappt. Da hat niemand irgendetwas draußen stehen lassen. So, damit uns der Zug nicht wegrollt, bremsen wir natürlich die Lokomotive noch ein. Und gehen ganz kurz mit der Taste T in die Fahrplanansicht rein. Gucken hier mal, 11.35 Uhr sollten wir tatsächlich abfahren. Das machen wir auch mal noch. Und geben hier schon den Türschließbefehl rein. So, beide verriegeln. Wie schaut es draußen aus? Türen sind zugelaufen, perfekt. Dann Lokbremse auslösen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier in der Simulation mit der Ansteuerung war, ob man da tatsächlich eine Geschwindigkeit vorwählen konnte. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. So, Ausfahrt mit 60 aus der PZB können wir uns da rausbefreien. Finden wir drüben in dem Fall. So, Schaltwerk läuft auch wieder zurück. Genau, wir haben uns heute mal die etwas ältere Variante geschnappt, wie der Regionalverkehr eben auch betrieben werden kann, nämlich mit einer wunderschönen 143er. Die Lokomotive ist, sogar aus DDR-Zeiten schon bekannt. Ein wirklich fleißiges Eisenross, muss man einfach so sagen. Das Fahrzeug dient seit einigen Jahrzehnten schon bei den Eisenbahnen in Deutschland. Wieso sage ich Eisenbahnen in Deutschland? Ja, ganz einfach, nicht nur bei der Deutschen Reichsbahn, nicht nur bei der Deutschen Bahn AG, sondern auch bei der Deutschen Bundesbahn hat diese Lokomotive schon gut die Dienste abgeleistet. Sie wurde im Osten Deutschlands entwickelt, zum Zeitpunkt, wo Deutschland noch geteilt war, also in der DDR. Und sie ist einfach ein Kultobjekt der ostdeutschen Schienenfahrzeugindustrie. Aus ihr heraus resultierte dann unter anderem auch die Baureihe 156, die allerdings ja nur in den Prototyp-Varianten auf die Schiene gekommen ist. Aber die 143 war so die erste in besonders großer Serie gebaute Elektrolokomotive, die hier bei der Deutschen Reichsbahn tatsächlich in Dienst gestellt wurde. Natürlich, es gab auch schon andere Elektrolokomotiven, die in Ostdeutschland gefertigt worden sind. Unter anderem, die Loks der I-40er-Serie, beziehungsweise der klassische Holzroller halt einfach, ne? Aber die 143 ist eben so die, vor allem halt auch tatsächlich schon rechnergesteuerte, erste Elektrolokomotive, die wirklich in einer sehr großen Stückzahl produziert wurde.
So, 120 hatte ich irgendwo gerade noch gesehen. Können wir schon einstellen. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich erstmal ziemlich verwundert, wie gut das hier mit der Geschwindigkeitsvorwahl funktioniert. Wenn jetzt noch der freie Auslauf funktioniert. Wir machen das mal ein bisschen anders. Ich glaube, wir müssen das ganz runterziehen, damit das Schaltwerk wieder zurückläuft. 2 Kilometer haben wir erstmal noch bis nach Dessau Süd. Ja, okay. Also scheinbar muss man wirklich jedes Mal den V-Soll wieder runterziehen. Das ist jetzt eben wieder eine Abweichung zum echten Fahrzeug. Da müsste man normalerweise erst den freien Auslauf aktivieren, damit eben das Schaltwerk in Ruhe zurücklaufen kann und man dann ja, das Fahrzeug problemlos einbremsen kann. So, die Markierung im Gleis sehen wir auch schon. Naja, wir lassen den Zug jetzt erstmal noch mit dem Schwung hier rollen und bremsen dann vor Dessau Süd nochmal etwas stärker rein. Sehr cool, dass hier sogar Bitterfeld in der Anzeige dargestellt wird. Also sogar die Zugzielanzeige funktioniert hier korrekt. So, ein Vorsignal kommt. Und da ich die Bremswirkung dieses Zuges noch nicht so wirklich kenne, tasten wir uns etwas langsamer ran. Die E-Bremse wirkt jetzt auch. Und ja, die kickt sehr stark rein sogar. So, im Nachhinein können wir immer noch auslösen. Aber erstmal ist es halt wichtig, dass wir hier die Geschwindigkeit reduzieren, damit wir nicht über das Bahnsteigende hinaussausen. So, das schaut doch sehr gut aus. Bremsen nochmal vollständig auslösen. Und auf den letzten Metern, wir sollten eigentlich mit dem Zug ja bereits am Bahnsteig dran sein. Gehen wir jetzt hier nochmal ganz kurz in die Bremsung rein. Geben die Türen in Fahrtrichtung rechts frei. Normalerweise hier über diesen Türfreigabeschalter, den drehen wir nach rechts und betätigen dann hier unten eben die, ja, die Türsteuerung. Also wir geben damit quasi den Befehl, dass die Türen wirklich geöffnet werden sollen über den weißen Schalter, beziehungsweise halt dann auch wieder geschlossen. Was mir bei der 143 hier in der Simulation nicht so gut gefällt, das sind irgendwo die Proportionen. Also gerade hier vorne, die Front der Lokomotive, ich weiß nicht, irgendwie schaut die echt anders aus. Da passt irgendwas nicht ganz so mit dem Modell, wie man das ja, bei der echten Lokomotive erleben würde. So, ganz kurz nochmal im F1-Menü geschaut. 11.42 Uhr ist die Ankunft in Dessau geplant. Und genau, jetzt können wir die Türen verriegeln und abfahren. So, Türen zu. Wir beobachten einfach mal von draußen, dass hier keiner zwischen Zug- und Bahnsteigkante hängt. Und dann können wir auch hier wieder die Zugbremse auslösen. Stellen hier die gewünschte Zielgeschwindigkeit ein. In dem Fall die 120. Und die Lokomotive schaltet eben bis zum angegebenen prozentualen Maximum die Zugkraft auf. Können auch ruhig ein bisschen höher gehen. Ich weiß gar nicht, ob hier beim Oberstrom, ja, Fahrmotorlüfter zeigt das schon an. So, nee, das Menü wollte ich nicht haben. Ich wollte nochmal ganz kurz in der Übersicht schauen. Nächster Halt ist dann Marke Gleis 2. So, aktuell 6,2 Kilometer. Korrektur 6,3. Auch die Oberstromanzeige, die geht ziemlich in die Höhe hier. Zwischen 600 und 800 Ampere, also jetzt knapp bei 650 Ampere, die Lokomotive aus der Oberleitung heraussaugt. Das ist schon wirklich nicht wenig. Wirklich
Tatsache, es macht tatsächlich einen Unterschied, welche Einstellung man hier wählt. Aber ich habe das schon so oft erwähnt, gerade auch in den 143ern aus dem Train-Simulator, dass da eben keine wirkliche Unterscheidung zwischen starkem und schwachem Licht stattfindet. Aber hier hat es jetzt DTG wirklich sehr schön umgesetzt und man findet tatsächlich ja, unterschiedliche Beleuchtungsintensitäten im Führerraum. So, ab. Ja, so circa 2 Kilometern können wir eigentlich wieder rollen lassen. Hintergrund ist auch einfach der, wir haben jetzt so eine leichte Verspätung mit drin und wir müssen natürlich versuchen, dass wir die über den Fahrtverlauf einfach abbauen oder minimieren. Und wenn wir da zu früh die Leistung abschalten würden, dann würden wir eben ja, an Geschwindigkeit verlieren. Wobei auch bei 3 Kilometern müsste es schon reichen. Und auch hier, wie gesagt, nochmal der Hinweis, normalerweise über den freien Auslauf das Ganze gemacht. Jetzt habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Ich habe den V-Soll-Wähler hier auf die 1 gezogen. Und bei der 1 ja, möchte die Lokomotive eben mit der E-Bremse dann runterbremsen auf 0. Und das ist natürlich nicht gewollt. Die E-Bremse können wir dann auch über das Führerraumventil mit ansteuern. Da ja, wird quasi über einen Druckmessumformer oder allgemein über ein technisches Bauteil, was die Absenkung in der Luftdruckleitung, also in der Hauptluftleitung detektiert, quasi dann eine prozentuale E-Bremskraft vorgesteuert. So, 2 Kilometer. Ja, jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen an Geschwindigkeit verloren, ist aber gar nicht so schlimm. Wir kriegen das auch so pünktlich hin. Ja, für Marke wiederum ist keine genaue Zeit eingetragen. Sehr schön, okay. Dann können wir uns ja etwas mehr Zeit lassen. Dann brauchen wir gar nicht so straff fahren. So, 100 Kilometer haben wir auf dem Tacho. Da vorne blinkt es, glaube ich, schon. Nee, sah nur ein bisschen komisch aus, okay. Trotzdem müssen wir natürlich reinbremsen. Und ein bisschen Luft aus der Hauptluftleitung rauslassen. Die E-Bremse wirkt, sehr schön. Ausgelöst und am Bahnsteig anfangen, ja, mit 50, das wäre ein bisschen viel, zumindest wenn wir nicht eingebremst sind, weil die Bahnsteige sind halt ja auch relativ kurz. Klar, wir haben den Vorteil, wir haben Dostowagen hinten dran, also sprich auf wenig Zuglänge viel Personenkapazität und das macht es eben auch für uns beim Anhalten ein klein wenig einfacher, weil theoretisch steht ja jetzt auch schon der Wagen am Bahnsteig dran. Klar, da ist noch ein Sicherungsgitter dazwischen, aber wir können jetzt eigentlich auch schon problemlos hier anhalten und wissen, dass alle Fahrgäste, ja, ohne Hindernisse zu überwinden, in den Zug hineinkommen. Türen werden in Fahrtrichtung rechts freigegeben. Einen Moment gewartet. Wir können uns auch hier noch, wie beim richtigen Lokführer, das Fenster einmal runter machen und stecken auch natürlich den Kopf zum Fenster heraus. So, sind alle drin, die drinnen sein wollen? Nein, noch nicht. Hier oben sehen wir dann übrigens den Beladungszustand. Oder, Korrektur, nicht den Beladungszustand, sondern den Zustiegsfortschritt. So muss man es eigentlich ausdrücken. Wenn dieser gelbe Kreis komplett geschlossen ist, dann kriegen wir quasi den Befehl, die Türen zu verriegeln. Und ja, dann können wir eben auch abfahren. So, ich mache das jetzt schon ein bisschen eher, weil ich weiß, dass die Türen noch ein paar Sekunden brauchen zum Zulaufen. So, jetzt kommt hier die Ansage verriegeln und ja, eine oder wenige Sekunden später sind die Türen auch schon verriegelt. Das spart jetzt hier ein klein wenig Zeit. Natürlich noch schneller gegangen wäre es, wenn wir direkt die Geschwindigkeit, ja nicht korrekt, nicht die Geschwindigkeit, wenn wir direkt das Führerraumventil, das Führerraumventil in Lösestellung versetzt hätten und mit der Lokbremse hier den Zug gesichert hätten.
Die Fahrmotorlüfter hier sind sie. Schalten wir jetzt mal zusätzlich noch ein, damit hier oben der Fahrmotorlüfter Leuchtmelder auch leuchten kann. Ich sehe gerade. Ach, schade. Die Eingaben für die PZB funktionieren hier leider nicht. Es wäre echt schön gewesen, wenn man da oben das PZB-Gerät bedienen könnte. Aber klar, auf der einen Seite soll natürlich auch jeder die PZB so konfigurieren können, dass er eben in dem Spiel Spaß haben kann. Und wenn man da zu viele Zahlen, zu viele Daten, beziehungsweise es halt auch zu realistisch macht, dann wäre es sicher für den einen oder anderen Spieler doch eine Herausforderung, da überhaupt die Zugart auszuwählen. Von daher, genau, über die Tastenkombination Steuerung Numpad Enter oder eben optional über einen direkten Schalter. So, wir gucken ein weiteres Mal. 2,2 Kilometer sind es bis nach Ragun und um mal ganz kurz zu schauen, das macht man natürlich nicht in der echten Lok, aber hier finden wir auch nochmal die Auswahl für den Stromabnehmer und weiter geht es auch hier irgendwo noch, genau, mit den Zugarten OM oder U, beziehungsweise ja, allen anderen nötigen Einstellungen, die man eben für die Lokomotive benötigt. 1,5 sind es noch. Dann machen wir das jetzt wieder so. Wir lassen das Schaltwerk zurücklaufen. So, jetzt ist es bei 0. Jetzt ziehen wir es ganz runter. Also den V-Wähler auf die 0. Und aus ca. 120 wird jetzt gleich runtergebremst. 1000 Meter haben wir. Regelbremsabstand. Also ordentlich reingehen. Ja, das passt noch ganz gut. Teilweise wieder ein bisschen auslösen. So, und ich sag mal so mit 80, beziehungsweise noch etwas weniger, so mit 60 Kilometern pro Stunde hat man den Zug hier wirklich schon sehr gut unter Kontrolle. Wenn man dann nochmal entsprechend stark nachregelt am Führerbremsventil, dann sollte die Bremsung eigentlich kein Problem darstellen. Wichtig ist halt auch, den Zug schön weit runterziehen erstmal mit der Geschwindigkeit, dass man hier eben nicht in ja, die Gefahr kommt, mit dem Zug übers Bahnsteigende hinauszufahren. Solange es nur die Lokomotive wäre, ist das auch nicht sonderlich schlimm. Natürlich sollte man immer beachten, dass man das Hauptsignal noch sehen kann. So, Zielbremsung in Ragun. Und da steht sie am Bahnsteigende. So, rechts entriegeln. Und jetzt wenden wir ganz kurz den Trick an, den ich vorhin schon beschrieben hatte. Wir sichern den Zug mittels der Lokbremse. Und die Zugbremse geht in Lösestellung. Oh, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Leitung überladen. Ah, okay. Das liegt daran, weil das Führerbremsventil wahrscheinlich auch in der Füllstoßstellung verharren kann. Und dann wird der Druck natürlich nicht so schnell angeglichen. Oder beziehungsweise, wenn sie in der Füllstoßstellung verbleibt, natürlich dann wird die Hauptluftleitung dauerhaft überfüllt. Das wollen wir ja auch nicht. So, Türen können wir eigentlich schon wieder zumachen. Ah, das könnte jetzt ein bisschen früh gewesen sein. Ja, natürlich. So, Türen auf, Türen zu. Gewissermaßen so ein bisschen wie das Schleusenprinzip. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen schöner darstellen können oder zeigen können. Aber das gucken wir uns einfach beim nächsten Mal dann noch von nahem an. So, wieso will denn jetzt meine schöne Lokomotive nicht losfahren? Erstmal soll sie die Fahrstufen hochlaufen lassen und dann korrigieren wir die Geschwindigkeit nochmal auf 120. Nächster Halt Jesnitz, an Gleis 2. Und so viel ist das ja auch gar nicht. Jesnitz kommt noch, Bitterfeld-Wolfen, Krippin und dann sind wir schon in Bitterfeld. Das geht mal wieder schneller als eigentlich gewollt, ne? So, habe ich jetzt gesagt, wir korrigieren auf 120.
Also vereinfacht, um die Steuerung jetzt hier von 143 bezogen auf genau dieses Modell in TSW 4 zu erläutern. Hiermit kann man die sogenannte V-Säule-Geschwindigkeit einstellen. Das ist quasi einfach die Geschwindigkeit, die die Lokomotive aufnehmen soll. Die wird immer dadurch vorangekündigt, durch dieses kleine Außentachometer, was sich hier im Tacho befindet. Die sogenannte V-Soll-Anzeige und die innere ist natürlich die V-Ist-Anzeige. Und dann fangen wir uns natürlich erstmal noch eine Zwangsbremsung rein. Was war denn da jetzt? Ja, eine Langsamfahrstelle, 70 erwarten. Das kommt davon, wenn man zu viel plappert und nicht auf die Strecke guckt. So, Fahrdienstleiter hat nichts gegen die Weiterfahrt dagegen. Wir freuen uns. Einmal die Leitung auffüllen. So, Leitung ist aufgefüllt. Geht in der Simulation auch wunderschön schnell. Na, Bremszylinder Druck. So, jetzt. Und dann auf ein neues. Na, man hört sogar noch ein bisschen, die Bremsen sind noch etwas angelegt. Ja, das war ganz deutlich mein Fehler. Die 70 da voll mitgenommen. Und da die natürlich auch nicht mit dem Geschwindigkeitsprüfabschnitt versehen war, sondern mit einem ständig aktiven 1000 Hertz Gleismagneten. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut, ob die auch genauso gelegt waren, die Gleismagneten. Mich hat nur interessiert, ob es eben ein Vorsignal gewesen ist oder was da eben die Zwangse verursacht hat. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man aufs Führerpult die ganze Zeit drauf guckt. Macht man aber in der Regel ja sowieso nicht, sondern der Blick wandert natürlich aus dem Führerraumfenster auf die Strecke vorne raus. Und dann kriegt man so eine 70er-Ankündigung eigentlich auch mit. Beziehungsweise im echten Triebfahrzeug. Ja, unterstützt da einfach der Ebola auch nochmal tatkräftig. Von daher, da geschieht das nicht so schnell. Und natürlich plappert man da auch nicht die ganze Zeit und führt quasi keine Sightseeing-Tour währenddessen durch. So. Einmal runter, auf die Null und dann erneut eingebremst. Das Fahrzeug greift auch schon in den ersten Bremsstufen schön stark rein. Aber die Haltemarkierung liegt so weit hinten. Da können wir noch ein ganzes Stückchen rollen. So, und ich würde sagen, jetzt hier in Jesnitz ist es sowieso nicht ganz so schlimm, wenn wir den Punkt nicht genau treffen. Deswegen hier etwas stärker jetzt reingebremst. Hauptsache, der Zug kommt erstmal so schnell wie möglich zum Stehen. Natürlich auch das Ganze nicht übertreiben. So, auslösen. Lokbremse zum Zug sichern. Müssen wir gleich nochmal etwas stärker anlegen. Türen in Fahrtrichtung rechts freigeben. Und, ich hatte es gesagt, wir wollen uns das mal ein bisschen näher angucken. Ach, und ausgerechnet jetzt landen wir mit der Kamera außerhalb der, ja, der Softbox, die es im TSW gibt. Gut, dann machen wir das ein bisschen anders. Wir schwenken mal nach drüben und gehen hier nach oben. So, und dann klappt das auch. So, und jetzt können wir uns den Türschließvorgang nochmal hier direkt aus der Nähe angucken. Und wenn wir so, naja, im unteren Bereich des gelben Kreises sind, und zwar genau jetzt, können wir auch den Schließvorgang anordnen. Nein, es hat schon wieder wegen einem Millimeter nicht geklappt. Nein, nicht beide auf... Oh. Das ist halt auch so ein Problem, wenn man sich hier einmal verklickt. Genau, jetzt hat man nochmal das typische Schleusenprinzip. Ist übrigens auch eine echt gefährliche Aktion, die einem unterlaufen kann, wenn man die Türen auf der falschen Seite freigibt. Will wieder noch nicht. Will jetzt. Okay.
Na, die 70 bitte. So, das schaut gut aus von der Zugkraft. Und jetzt interessiert mich mal noch, ob der bedingte Auslauf wirklich funktioniert. So, 120 sind angemarkert. Theoretisch sollte die Lokomotive jetzt aber auf die 70 beschleunigen und in dem Moment ja, dann runtergehen mit dem Schaltwerk auf 0, sobald sie eben die Geschwindigkeit erreicht hat. Ja, wir sehen schon, das ist gar nicht der Fall, weil das Fahrzeug auch ja, überhaupt nicht bis genau auf diese Geschwindigkeit beschleunigt und wahrscheinlich sind auch die Sonderprogramme einfach hier, ja, der Einfachheit halber geschuldet, außer Betrieb. Für die 143 vielleicht auch noch ganz interessant, oder zumindest für all die Fans dieser Baureihe. Hier unten drunter in dieser Ablage befinden sich übrigens auch noch ja, die ein oder anderen Knöpfe. Dann das Führerpult kann man tatsächlich auch bei der 143 hier noch aus Lokführerperspektive öffnen. Dazu gibt es hier unten quasi an dieser ja, Ritze, an diesem Spalt, auch noch eine Möglichkeit, dass man ja, das gesamte Pult hier hochklappen kann. Dann sieht man auch mal, was da unten alles so dranhängt, also wie die Verkabelung ausschaut etc. Da kann man wirklich sehr, sehr viel sehen. Und wir müssen jetzt erstmal ordentlich reinbremsen. So, schaffen wir aber auch. Genau, da sieht man eben die ganzen Verkabelungen zu den einzelnen Tastern. Auch hier beim Fahrschalter ist es besonders interessant. Also bei dem V-Soll-Wähler mal zu sehen, wie viele Kontakte da tatsächlich dran hängen. Das ist schon irgendwo ja, der Wahnsinn. Und ich finde auch irgendwie sehr bemerkenswert einfach dafür, was man ja, damals schon auf die Schienen stellen konnte. Und wenn man mal überlegt, wie lange diese Fahrzeuge wirklich unterwegs sind und was für einen Dienst die auch der Bahn irgendwo erweisen, das ist schon, ja, irgendwo Meisterklasse, finde ich. Ja, jetzt haben wir viel zu früh angehalten. Ne, da habe ich noch davon geredet, dass wir die Gefahr eingehen, nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Und jetzt bleiben wir vor dem Bahnsteig sogar schon stehen. Ja, wahrlich keine Fahrt, bei der ich mich von meiner besten Seite heute zeige. Dürfte aber vielleicht auch so ein bisschen der Uhrzeit geschuldet sein. Es ist eigentlich zu spät, um jetzt noch eine Tour zu fahren. So, Türe. Nein, noch nicht schließen. Diesmal warten wir wirklich, bis der gesamte gelbe Kreis vollständig ist. Sonst kommen wir einfach in dasselbe Dilemma wieder hinein. Aber wir können uns in der Zwischenzeit, weil wir sind ja sowieso gleich in Dessau, einfach mal noch die Lokomotive ein bisschen anschauen, dass wir die auch mal gesehen haben. Wir waren ja schon ganz kurz hinten im Maschinenraum drin. Das schaut auch auf einer echten 143 natürlich wieder anders aus. Die DTG hat es sich hier ein bisschen sehr leicht gemacht und hat einfach alles mit so einer ja, Metallverkleidung versehen. Einfach um wahrscheinlich auch die Lokomotive nicht komplett ausmodellieren zu müssen. Es gibt quasi einen Seitengang, der durchgängig ist, wo man durchlaufen kann als Personal. Und es gibt auch auf der anderen Seite jeweils diese ja, kleinen Stichgänge hier nur. Beziehungsweise richtige Stichgänge sind es eigentlich nicht. Ja, unterbrochene Seitengänge, sag ich mal. Und hier hinten mit dem Blitz drauf, das ist die sogenannte Hochspannungskammer. Da geht es nur rein, wenn der Strom nicht mehr gesenkt ist. Natürlich auch der Hauptschalter ausgeschaltet. Und ja, gewisse Sicherheitsvorkehrungen einfach getroffen sind. Es gibt auch einen extra Schlüssel und. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Das ist in der Regel, ja, sowieso nur im Betrieb relevant. Genau. Der zweite Führerraum sieht genauso aus wie der erste. Da gibt es keine wirklichen Besonderheiten. Mit dem Unterschied, dass wir auch hier dann die Schaltstränke anders eingeordnet haben. Hier ist sogar eine Variante mit Lüftung bzw. Klimaanlage eingebaut. Sehr interessant. So, die Tür auch noch zu. Und genau zum Vergleich eben hier drüben. Da schaut es eigentlich von der Konfiguration ein bisschen anders aus. Aber gut. So, Türen schließen.
und Türfreigabe auf 0. Sind zu. Bitterfeld-Wolfen kann verlassen werden. Also ich und diese Bremse, wir werden echt nie in der Simulation zumindest eins. So, einmal beschleunigen bitte. 120. So, wenn du jetzt genau aufgepasst hast, hast du gesehen, wie ich zuerst den V-Saal-Wähler auf die 40 gezogen habe und dann von den 40 auf die 120. Das hat jetzt einfach den Grund, dass ich wollte, dass das Fahrzeug etwas langsamer anfährt, also mit niedrigeren Fahrstufen und quasi nicht so viel Zugkraft direkt auf die Schiene bringt, weil wir hatten vorhin schon mal das Problem, dass ich direkt die 120 eingestellt habe und die Lokomotive dann wirklich so viel Zugkraft aufgeschaltet hat, wie nur möglich und das Fahrzeug sogar damit ja eigentlich de facto ins Schleudern gekommen ist. Und genau das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Den Kollegen mit der 185 grüßen wir ganz kurz per Horn. Einmal kurz gehupt. So, die 120 stehen auch hier unten nochmal eingetragen. Und der nächste Haltepunkt nähert sich. Unser vorletzter Halt in Krepin. Wir schalten hier auch schon wieder die Zugkraft runter. So. Na, ein bisschen mehr Bremskraft hier. Ja, das schaut doch wirklich sehr gut aus. So, die Bremsen lösen nochmal vollständig. Und dann bremsen wir hier noch ein weiteres Mal rein. Punktlandung, würde ich sagen, ne? Zack. So kann es gerne immer laufen. Türen in Fahrtrichtung rechts entriegeln. Lokbremse anlegen. Führerraum sind hier in Lösestellung. Und theoretisch, ja, wir könnten auch hier bei jedem Halt nochmal die Lüfter ausschalten. Habe ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht den Nerv dazu. Die lassen wir einfach dauer eingeschaltet. Und genau. Dann kannst du hier oben fröhlich vor sich hin leuchten. So, was wir ja sowieso noch nicht gemacht haben, das sollten wir aber eigentlich mal noch schnell tun, bevor wir gleich nach Bitterfeld aufbrechen. Na, die Tür zu. Und ich muss auch sagen, von außen klingt die 143er wirklich gut. Also jetzt hier im Stillstand, der Lüfterton, das ist wirklich fast wie die richtige 143er. Klingt gut, echt. So, ich wollte nämlich hinten unbedingt nochmal in die Doppelstockwagen rein. Einfach, dass wir uns die hier auch mal ganz kurz gemeinsam angeschaut haben. Wir können uns hier auf jeden freien Platz mit draufsetzen. Und ja, unseren Fahrgästen hier bei der Fahrt ein bisschen Gesellschaft leisten. Natürlich nur dann, wenn wir nicht selbst vorne fahren. Der Übergang zwischen den Wagen ist natürlich auch möglich. Die Bedientafel hier gibt es ebenfalls. Allerdings doch ist bedienbar. Schön. Okay. Cool. Wirklich sehr cool. Tolles Feature. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass das in TSW tatsächlich doch schon so weit umgesetzt ist. Perfekt. Da muss ich jetzt wirklich DTG in der Hinsicht deutlich loben. Das hat man sehr schön umgesetzt. Toll. Dann geht's wieder vor. Einmal aufs Fauchende raus. Tür zu. Tür zu. Hinsetzen und Eisenbahn fahren. Na. So, jetzt. Da
dann sind es noch 2,8 Kilometer bis Bitterfeld. Und ganz wichtig, da vorne geht es schon weiter mit KS2. Halt erwarten. Deswegen hier auch gar nicht unnötig viel Zugkraft aufschalten. Na, da leuchtet sogar der kleine weiße Leuchtmelder. Aber eigentlich auch an falscher Stelle. Weil da, wo der leuchtet, das signalisiert eigentlich einen Vorsignalwiederholer. Ja, und da vorne geht's jetzt genau direkt über eine Fahrt mit 60. Dann machen wir das mal so, dass wir die 60 hier vorwählen. Zack. Und Zugkraft freigeben. Befreien brauchen wir uns ja hier nicht, weil wir auch gar keine Beeinflussung erstmal bekommen haben. Die gibt es jetzt hier vorne. BÜ ist geschlossen. Und dann heißt es für uns rein nach Bitterfeld. Wir lassen die 60 jetzt hier einfach eingestellt, bis wir in den Bahnhof reinschneiden. Die Rangierhalttafeln haben wir gerade schon passiert. So, dann dürfte es noch 1 Kilometer ungefähr sein. Auf jeden Fall weit ist es nicht. Weil auch in Bitterfeld immer mal wieder dasselbe Problem kommt, speichern wir nochmal ganz kurz zwischen. Ich hatte es nämlich schon leider ein, zwei Mal, dass ich in Bitterfeld eingefahren bin und ausgerechnet da, aus welchen Gründen auch immer, meinte das Spiel dann plötzlich abstürzen zu müssen. Um genau das zu verhindern, fahren wir nochmal ganz kurz mit einem kleinen Speicherstand in Bitterfeld ein. So, auch hier wieder same procedure. Wir quittieren die Vorsignale bzw. Vorsignalwiederholer, gehen hier mit der Geschwindigkeit runter auf 0, schalten ab und dann ein weiteres Mal Halt erwarten. Ja, ich will immer nach links gucken, das ist einfach so die intuitive Bewegung, wenn es um die PZB geht, weil eben ein Großteil der Taster und Bedienschalter bei der PZB auf der linken Seite angeordnet sind, nur die 143 und ja, eine kleine Handvoll anderer Fahrzeuge spielt da oder springt da einfach mal aus der Reihe. Also gerade bei ja, sämtlichen Zügen oder sämtlichen neueren Zügen ist das eben standardisiert konfiguriert, insbesondere auf der linken Seite. So, die Zugkraft ist bei 0. Der Bahnsteig ist markiert. Und damit hätten wir es tatsächlich schon wieder geschafft, ein ja, weiteres Mal hier auf der Rapid Transit Strecke zwischen Bitterfeld und Dessau unterwegs gewesen. Wenn dir die Fahrt gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und zeig mir auch gerne mit einem Däumchen nach oben oder nach unten, ob es dir gefallen hat. Abonnieren, ja, versteht sich von selbst. Das haben sowieso schon alle treuen Zuschauer gemacht. Und genau, wenn du dich weiterhin für das Thema Eisenbahn interessierst, dann gerne auf Abonnieren klicken. Hier gibt es jeden dritten Tag um 14 Uhr auf dem Kanal ein neues Video. So, in Fahrtrichtung links entriegeln wir ein letztes Mal für heute. Von den Fahrgästen verabschieden wir uns. Und ja, ich muss mich auch von dir verabschieden. Mir hat es einen riesigen Spaß gemacht, trotz der Zwangsbremsung. Ist auch mal schön für eine Abwechslung. Und solange wir hier keine Flachstellen in das Fahrzeug reingefahren haben, ist auch alles gut. Ich verabschiede mich trotzdem, wünsche allzeit gute Fahrt und sage damit bis zum nächsten Mal.